Ich zeige dir heute Schritt für Schritt, wie du deinen allerersten Schuh bemalen kannst und somit herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Wir beginnen mit den Materialien und zwar benötigen wir einmal Watte und Aceton. Das benötigen wir, um die Schutzschicht, die auf dem Schuh drauf ist, zu lösen, damit die Farbe auch permanent hält. Was mich direkt zur Farbe bringt, das sind die Farben, die ich bei diesem Custom verwende. Ich verwende immer die von Angeles, aber da seid ihr relativ frei. Wichtig ist nur zu erwähnen, dass es Lederfarbe sein sollte, denn andere Farbe wird auf dem Schuh nicht permanent halten. Sobald du alle Materialien zusammengesucht hast, beginnen wir direkt mit dem Acetonteil. Mach dafür etwas Aceton auf ein Wattepad und ich empfehle dir, mach es besser als ich und verwende bitte Handschuhe und eine Atemmaske und geh einmal gut über die Stellen rüber, die du später bemalen möchtest. Jeder Schuh hat eine Schutzschicht drauf, die nicht sichtbar ist vorher, die wir aber lösen müssen, damit die Farbe auch wirklich permanent halten kann. Ich empfehle es auch immer, die Schnürsenkel aus dem Schuh rauszumachen, denn auf Textil könnt ihr die Farbe nicht wieder lösen, wenn ihr euch vermalt. Bei Leder geht das mit Aceton hingegen schon. Ich möchte heute mit dir ein Fanart-Schuh designen zum Thema Harry Potter. Hierfür habe ich mich für einen Aquarellstil entschieden. Was bei Aquarell natürlich nie fehlen darf, ist Wasser, weswegen wir die Lederfarbe einmal mit Wasser verdünnen. Je mehr Wasser ihr verwendet, desto dünner ist die Farbschicht und desto mehr Schichten könnt ihr auch verwenden. Wenn ihr nicht in einem Aquarellstil malen wollt, empfehle ich euch das hingegen nicht, denn wenn ihr die Farbe dann mit Wasser verdünnt, wird es ziemlich lange dauern, bis sie wirklich deckend ist. Wir beginnen damit, eine gelbe Fläche zu bemalen. Ich habe mir nämlich überlegt, wir nehmen die verschiedenen Farben der Häuser, also der Harry Potter Häuser, und verteilen die erstmal auf dem Schuh. Du solltest dabei immer mit der hellsten Farbe beginnen. Diese kannst du danach föhnen und dich dann zu den dunkleren Farben hervorarbeiten. Ich habe mit Karamell weitergemacht, um einen schönen Übergang zu schaffen und danach zu Rot rübergehen zu können. Wichtig ist zu erwähnen, dass du hier kaum Fehler machen kannst. Es handelt sich um ein abstraktes Design. Und da bist du vollkommen frei. Achte am besten aber darauf, dass du die Sohle nicht bemalst, denn dort wird die Farbe vermutlich nicht halten. Ich wiederhole auch nochmal, wenn du den Stoff aus Versehen bemalst, ist die Farbe dort auch permanent und du kannst höchstens drüber malen. Da Rot immer mehr Pigmente mit sich bringt und somit stärker im Kontrast ist, habe ich hier eine weitere Technik eingebaut und die Farbe etwas abgetupft, um den perfekten Aquarellstil zu bewahren. Da ich jetzt mit den wärmeren Farben fertig bin, arbeite ich mich oben zu den kühleren hervor. Passend zu den Harry Potter Häusern habe ich mich hier für ein dunkles Grün entschieden und auch das wieder mit Wasser vermischt. Das mag zunächst alles etwas komisch wirken und wie ein großer einzelner Farbfleck, aber habt ein bisschen Vertrauen, denn ich verspreche dir, das ist eine sehr zuverlässige Methode, um sehr schöne Designs zu erstellen. Und das lässt sich natürlich nicht nur auf Harry Potter, sondern auch auf ganz, ganz viele andere Designs übertragen. Das Schöne hierbei ist, dass es immer etwas Abstraktes hat, bedeutet, man kann es nie eins zu eins nachmachen und du wirst immer dein ganz persönliches Unikat haben. Wenn die grüne Farbe getrocknet ist, gehe ich mit einem dunklen Blau darüber. Wenn ihr die Farbe so nicht direkt habt, könnt ihr auch einfach einen normalen Blauton nehmen und da etwas Braun reinmischen. Auch hier arbeite ich natürlich wieder mit viel Wasser und setze auf der grünen Farbe an, damit man einen schönen Übergang kreieren kann. Wichtig hierbei ist allerdings, dass die Farben, und deswegen föhne ich es auch immer wieder, wirklich trocken sind, damit sie sich nicht miteinander vermischen. Prinzipiell kann man natürlich auch mit gemischten Farben einen Farbübergang erschaffen, aber das ist um einiges komplizierter und weicht von unserer Technik hier ab. Aber wenn dich das interessiert, dann lass mich das gerne mal in den Kommentaren wissen und ich mache dir gerne ein Tutorial dazu. Wenn das Ganze getrocknet ist, möchte ich etwas Kontraste rausnehmen, denn wir möchten ja noch darüber malen. Und das schaffst du am besten, indem du Weiß wieder mit Wasser mischst und dann mit einer ganz, ganz dünnen Schicht einmal darüber gehst. Arbeite am besten in kreisförmigen Bewegungen, da du so den wolkenartigen Aquarelleffekt beibehältst. So nehmen wir etwas Kontraste raus und können danach gut weiterarbeiten. Also lass das gut trocknen, wenn du fertig bist. Und während der Schuh trocknet, kümmern wir uns jetzt um das Design, was später noch auf den Schuh drauf soll. Da du ja etwas ganz Individuelles erstellen möchtest, empfehle ich dir, ein Blatt Papier zu nehmen und einfach mal drauf loszuzeichnen. Gerade wenn wir uns im Gebiet Fanart bewegen, sollten wir ohne Schablonen arbeiten, denn wir möchten ja unsere ganz eigene Version der Charaktere erstellen. Ich habe Harry hier skizziert und so das Design für den Schuh erstellt. Versucht dabei nicht zu perfektionistisch zu sein und denkt dran, es ist eine Illustration, beziehungsweise darf es sogar eine Karikatur oder alles andere, was du haben möchtest, sein. Und dementsprechend muss es nicht perfekt oder realistisch wirken. Fokussiere dich auf einzelne Merkmale, wie zum Beispiel bei Harry die Brille oder bei Ron der gebrochene Zauberstab, durch die man die Charaktere wiedererkennen kann, auch ohne dass du Realismus anwendest.
Denn oft denkt man einfach viel zu kompliziert und steht sich damit selbst im Weg, anstatt einfach mal drauf loszudesignen. Wenn du dafür ein genaueres Tutorial haben möchtest, wie man frei zeichnet und kreativer wird, dann lass mich auch das gerne mal wissen. Und wenn du bis hierhin geguckt hast, würde es mich sehr freuen, wenn du vielleicht ein Abo da lässt oder mir Feedback zu meinem ersten Video gibst. Erinnere dich bei der Zeichnung dran, dass du Fehler machen darfst, gerade wenn du skizzierst, auch ich vermahne mich ständig bei Skizzen. Das ist überhaupt nicht schlimm und man sollte das eher als etwas Experimentelles sehen, denn es ist nur der Weg zum Resultat und wenn du da keine Fehler machst, wirst du am Ende vermutlich auch viel weniger lernen bzw. ein Resultat haben, was vielleicht gar nicht dem entspricht, was es hätte sein können. Je mehr Fehler du machst, desto kreativer wird das Endresultat. Wenn du zufrieden mit der Skizze bist, nehmen wir uns einmal den Schuh. Um die Skizze zu übertragen, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du könntest beispielsweise einfach einen schwarzen Pinsel nehmen und direkt loszeichnen. Ich empfehle dir aber diese Variante hier und zwar arbeiten wir uns damit weiß hervor. Stell dir einfach vor, deine Skizze wäre ausgemalt und du musst nur die Silhouette auf den Schuh malen. Und Silhouetten setzen sich immer aus einfachen Formen zusammen. Versuche jedes Detail deiner Skizze auszublenden und fokussiere dich auf die weiße Silhouette. Du wirst 2 bis 3 dünne Farbschichten brauchen, damit das Ganze auch deckend ist. Natürlich hat man hier auch die Variante, mit Schablonen zu arbeiten. Aber da es hier ums Handwerk geht und wir unsere eigene Kreativität nutzen möchten, bleiben wir bei dieser Variante. Aber damit man von außen auch erkennt, was wir da überhaupt malen möchten, nimmst du dir jetzt am besten den dünnsten Pinsel, den du hast und deine schwarze Lederfarbe und beginnst damit, deine Skizze auf die weiße Silhouette zu übertragen. Meine Skizze auf dem Schuh sieht nie 1:1 aus wie die Skizze auf dem Papier und das ist auch das Normalste der Welt. Gerade wenn man freihand arbeitet und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man kreativ arbeitet, sich im Prozess zu entwickeln. Indem du sauber und clean arbeitest, aber trotzdem nie weißt, wie das Endresultat wird, bleibt auch für dich persönlich immer eine gewisse Spannung im Prozess. Wie du sehen kannst, habe ich auch hier die Aquarelltechnik angewandt. Auch wenn sehr dezent, habe ich Wasser in die schwarze Lederfarbe gemischt und kleine Schatten ergänzt. Hier bist du auch völlig frei. Du kannst mir natürlich 1:1 nachmalen oder nutzt das Video, um deine eigene Kreation zu erstellen. Wie auch immer du dich entscheidest, ich würde mich sehr freuen, ein Resultat sehen zu dürfen. Also schick es mir gerne zu und lass mich in den Kommentaren immer wissen, ob du Fragen hast. Zum Ende hin versiegel ich das Ganze noch. Ich verwende einen matten Versiegler an der Stelle. Aber auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich gehe mal erst über das Gemalte und danach nochmal über den gesamten Schuh mit dem Versiegler, gerade wenn es matt ist. Und das ist das fertige Resultat. Vergiss nicht zu abonnieren.